Größer, stärker, schwerer. Diesen Trend scheint die heutige Automobilindustrie zu verfolgen. Weit weg von dem Gedanken einer nachhaltigen Mobilität. Dass es auch anders geht, beweisen momentan etliche Elektroauto-Startups. Aber auch MG arbeitet an bezahlbaren Elektro-Kleinstwagen. Welche das sind, erfahrt ihr hier und jetzt in 7 knackigen Fakten bei Die 7. Auto Nummer 1. Microlino. Der Isetta E-Klon ist nun erhältlich. Eine 12,5 Kilowatt starke E-Maschine bringt den Microlino auf maximal 90 km/h. 3 Akkugrößen stehen zur Wahl, 6, 10,5 und 14 Kilowattstunden. Damit erreicht die Knutschkugel Reichweiten von 95 bis 230 km. Einziger Kritikpunkt, kein Wechselakku. Maximal 2,6 kW Ladeleistung sind möglich. Je nach Akku können dabei bis zu 4 Stunden vergehen. Knapp 500 Kilogramm wiegt der Winzling dank leichter Aluminium-Außenhaut. Für aufsehenerregende Ampelstarts bietet der Schweizer Flitzer sogar einen Sportmodus. Von 0 auf 100 geht es dann in 5 Sekunden. Mit 1,47 Meter Breite kann er eigentlich überall querparken und ragt wegen der 2,52 Meter Kürze dabei nicht mal auf die Straße. Und der Vorteil, im Microlino steigt man vorn ein und aus. Hinten passen ganze 230 Liter Gepäck rein. Viel mehr schlucken die Kofferräume im Kleinwagensegment auch nicht. Der Microlino startet bei 17.690 Euro. Auto Nummer 2. Lioux Gecko. Planänderungen bei dem spanischen Startup Lioux. Das 2021 gegründete Unternehmen wollte 2023 mit einem Elektro-Crossover namens Animal durchstarten. Dieser Plan liegt vorerst auf Eis, stattdessen rückt der Gecko in den Fokus. Ein zweisitziger Zwerg für den urbanen Gebrauch. Er liegt mit einer Länge von 2,70 Meter ziemlich genau auf dem Niveau des Smart Fortwo, ist aber 15 cm schmaler. Das 550 kg leichte Fahrzeug soll bis zu 100 km/h schnell fahren. Mit einer Batteriekapazität von 13 kWh wird eine Reichweite um die 150 km erzielt. Zum Einsatz kommt ein Wechselakku. Konkrete Preise und wann es der spanische Zwerg unter die Großen schafft, verrät Lioux noch nicht. Lediglich, dass er unter 20.000 Euro kosten soll. Auto Nummer 3. X-Bus. Der X-Bus von Electric Brands reiht sich zwar nicht unter den Mikros ein, doch mit knapp 4 Metern ist er fast einen Meter kürzer als ein VW-Bus. Der Hersteller verfolgt dabei ein modulares Konzept, heißt, sowohl die Aufbauten als auch das Akkukonzept ist variabel. Ob als Camper, Cabrio, Bus, Kastenwagen oder als Pickup mit optionaler Kippfunktion, vieles ist möglich. Die maximale Leistung liegt bei 56 kW, und einer Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h. Alle Varianten sind mit Allradantrieb und Solardach ausgestattet. Optional ein Offroad-Fahrgestell. Die fest verbaute 15 kWh Batterie ermöglicht eine Reichweite von 200 km. Diese kann mit einem Wechselakku um 30 kWh erweitert werden. Dann sind 600 km drin. Der X-Bus soll ab 2024 auf den Markt kommen. Die Basis ohne Aufbau startet bei rund 17.400 Euro. Ein voll ausgestatteter Camper ab knapp 29.500 Euro. Auto Nummer 4. Elaris Dio. Die deutsche Marke Elaris vertreibt Fahrzeuge, die sie in China von Auftragsfertigern bezieht und dort anpassen lässt. Mit knapp 2,90 Meter ist er zwar etwas länger als ein Smart Fortwo, bietet aber eine fast doppelt so große Batterie für mehr Reichweite. Mit rund 32 Kilowattstunden Speicherkapazität soll die Stadtmurmel bis zu 300 Kilometer weit kommen. Die Leistung des bis zu 35 kW starken Elektromotors reicht für den rund eine Tonne schweren Zweisitzer aus. Vorderrad angetrieben schafft es der Dio auf maximal 110 km/h. Hinter den Sitzen bleibt Raum für 228 Liter Gepäck. Gleichstrom zieht der Chinese mit 20 Kilowatt, dann vergehen etwa 45 Minuten von 30% auf 80%. Wechselstrom kann nur einphasig mit 3,3 kW ins Auto fließen. Wartezeit 5% auf 80%, 6 Stunden. 24.900 Euro kostet der Elaris Dio vor Abzug von 4.500 Euro Umweltbonus. Im Privatleasing soll man den kantigen Elektrowinzling ab 90 Euro im Monat erhalten. Auto Nummer 5. Lovely O. Das schwedische Unternehmen Lovely gibt es bereits seit 2015.
Das erste Modell, das Lovely O, befindet sich nun in der Endphase der Entwicklung und soll in der zweiten Hälfte 2023 auf den Markt kommen. Er bietet eine Reichweite bis zu 100 km und eine Höchstgeschwindigkeit von 90 km/h. Mit einem Akkuwechselsystem entfallen lange Wartezeiten. Lediglich 2,70 Meter misst der Knirps in der Länge, dafür fasst sein Kofferraum beachtliche 267 Liter. Leicht ist er auch, unter 400 Kilo soll das minimalistische Auto wiegen. Der vom Königsegg-Designer Joachim Nordwall entworfene Leichtbaustromer startet bei 10.000 Euro. Auto Nummer 6. Frisee EV. Der Frisee EV ist nach wie vor das günstigste viersitzige Elektroauto in Europa. Er stammt ursprünglich aus China und fährt dort als Hongguang Mini EV von Wuling. Die E-Maschine gibt es in zwei Varianten. Die Basis bildet ein 29 kW Siemens Motor und die Long Range Version kommt mit einer 32 kW Maschine. Damit schafft er es auf rund 100 km/h. Eine Batterieladung reicht bis zu 200 km. 100 km mehr gibt es mit dem größeren Akku von 26,5 kWh. Der Viersitzer ist unter 3 Meter kurz und wiegt rund eine Tonne. Darts, der Panzerfahrzeugspezialist aus Lettland, bietet das Auto über eine österreichische Webseite zur Konfiguration und zum Kauf an. Ab 13.000 Euro startet die Standardvariante und ab 15.000 Euro gibt es die Version mit mehr Reichweite. Kurios, das Sondermodell Froggy Beachstar. Auto Nummer 7. MG Comet EV. Außerhalb von Europa ist er das neue Preiswunder mit vier Sitzen, der MG Comet EV. Der Mini-Chinese mit britischem Namensgeber liegt unter 9.000 Euro. Auf einer Grundfläche von nur 3x1,50 Meter bietet der Comet vier vollwertige Sitzplätze. Der knapp 31 kW starke Elektromotor sitzt zwischen den Vorderrädern, die rund 17 kWh große Lithium-Ionen-Batterie im Fahrzeugboden. Energie zapft die Batterie mit maximal 3,3 kW. Damit sollte eine Vollladung innerhalb von 7 Stunden möglich sein. Maximale Reichweite nach indischem Standard 230 km. Unter realen Bedingungen werden es vermutlich 170 bis 180 km sein. Auch die Ausstattung kann sich sehen lassen. Ein digitalisierter Innenraum, Airbags, was viele Microcars nicht haben, ABS, eine Rückfahrkamera, Parksensoren hinten, Reifendruckkontrolle und Dreipunktgurte auf allen Plätzen. Bestellbar ist der MG Comet EV in Indien ab Mitte Mai. Ob er auch nach Europa kommen wird, ist noch unklar. Das waren die 7 interessantesten automobilen Zwerge bei Die 7. Was haltet ihr von dem neuen Trend? Wir freuen uns auf den Meinungsaustausch in den Kommentaren. Wenn ihr weitere Clips von Die 7 und Automotor und Sport sehen wollt und euch das Video gefällt, dann lasst gerne ein Abo und ein Like da.